Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird auch Japan dabei sein. In der Gruppe spielt Japan gegen Costa Rica, Deutschland und Spanien. Das hier war das 1:0 gegen Australien aus dem März 2022. Und nach dem Sieg gegen Australien hat sich Japan dann zum inzwischen 7. Mal in Folge für eine WM qualifiziert und ist damit sowas wie ein Stammgast. Doch das war natürlich nicht immer so. Und gerade in Katar, wo die WM 2022 stattfinden wird, hat Japan seine größte Fußballtragödie erlebt. In Japan kennt man die unter dem Namen die Tragödie von Doha. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Der Start der J-League im Jahr 1993. Im Olympiastadion in Tokio treffen Verdy Kawasaki und die Yokohama Marinos aufeinander. Das ist der Startschuss für den Profifußball und den großen Fußballboom im Land. Die Stadien sind damals voll, im Fernsehen wird jede Woche mindestens ein Spiel voll übertragen. Davor war das anders. Die USA hatten Japan nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt, wollten das Land demokratisieren und dadurch war der Baseball sehr beliebt im Land. Der Fußball hatte dagegen eher eine untergeordnete Rolle gespielt. In der damaligen Japan Soccer League waren vor allem Werksmannschaften im Einsatz. Die Teams hießen damals Yamaha, Hitachi, Nissan, Mazda, Mitsubishi und so weiter und so fort. Und die Spieler waren Amateure, die bei den Konzernen angestellt, aber eben keine Fußballprofis waren. Auch wenn es gegen Ende der Japan Soccer League schon so war, dass die richtig guten Spieler auch ordentlich bezahlt wurden. Aber das war dann natürlich kein Vergleich zu den Top-Fußballnationen. Bei Olympia 1968 in Mexiko-Stadt, da hat Japan die Bronzemedaille gewonnen. Das war bis dahin der größte Fußballerfolg des Landes. Aber danach gab es erstmal keine wirklichen Erfolge mehr. Die japanische Nationalmannschaft scheiterte bei den WM-Qualifikationen an Teams wie Südkorea und Australien, die damals lange nicht den Status hatten, den sie heute haben, oder auch an Israel und sogar zweimal an Nordkorea. Neben dem schlechten Abschneiden kamen auch noch die sehr alten Stadien dazu, die einfach nicht mehr zeitgemäß waren. Aber wenn Fußball in Japan erfolgreich war, dann lag es an Tsubasa Ozora. Dem Protagonisten des Animes Die tollen Fußballstars, der ja auch in Deutschland zu sehen war und auch heute noch großen Einfluss auf die Fußballlandschaft hat. Wer mehr über den Einfluss des Animes erfahren möchte, findet den Link zu der dazugehörigen Episode natürlich in den Shownotes. Aber Tsubasa Ozora sorgt damals dafür, dass eine ganze Generation an japanischen Kindern diesen Anime im TV sieht und selbst Fußball spielen möchte. Und so wird der Fußball in Japan langsam immer beliebter. 1991 beschließt der japanische Fußballverband dann, die professionelle J-League einzuführen. Und der Start der J-League kann dann auch kaum euphorischer sein, denn 1992 gewinnt Japan dann auch zum ersten Mal die Asienmeisterschaft. Das 1:0 gegen Saudi-Arabien schießt Takuya Takagi. So geht es dann auch aus. Und zur Saison 1993 startet dann auch die J-League mit 10 Mannschaften, die alle ihren Namen etwas geändert haben, um den Fußball gleich ein wenig europäischer aussehen zu lassen. Am Ende wurde Verdy Kawasaki der erste Meister der J-League.
Durch die gewonnene Asienmeisterschaft 1992 und den Start der J-League war der Hype rund um den Fußball in Japan dann auf einem riesigen Level. Darüber hinaus hatte aber auch die Nationalmannschaft viele Spieler, die in dieser Zeit zu richtigen Größen und später zu Legenden des japanischen Fußballs werden sollten. Es war eine tolle Generation rund um Spieler wie Rui Ramos, Katsuyoshi Miura und Masashi Nakayama. Mit all diesem Hintergrund war das Ziel dann klar. Die Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Die Asien-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1994 war in zwei Stufen aufgeteilt. Es gab zuerst 6 Gruppen, aus denen sich dann die Gruppensieger für die Finalrunde qualifiziert haben. Japan war dabei und gewann seine Gruppe vor den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und somit ging es für Japan dann direkt zum Finalturnier nach Doha in Katar. Das Finalturnier war für 2 Wochen angesetzt und alle 6 Mannschaften haben dann im Jeder-gegen-jeden-Modus gegeneinander gespielt. Neben Japan hatten sich noch Südkorea, Nordkorea, der Irak, der Iran und Saudi-Arabien für dieses Finalturnier qualifiziert. Für Japan ging es eher verhalten los. Erst ein 0:0 gegen Saudi-Arabien und danach sogar eine 1:2-Niederlage gegen den Iran. Aber ein 3:0 gegen Nordkorea und ein 1:0 gegen Südkorea. Haben dann dafür gesorgt, dass es vor dem letzten Spieltag eine ganz spannende Ausgangslage gab, denn jede Mannschaft bis auf Nordkorea hatte noch die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Auf Platz 1 stand Japan, punktgleich vor Saudi-Arabien, aber mit dem besseren Torverhältnis. Danach hatten Südkorea, der Iran und der Irak gleich viele Punkte, doch Südkorea stand mit dem besten Torverhältnis der 3 Teams auf Rang 3. Für Japan war daher vor dem letzten Spiel gegen den Irak klar, bei einem eigenen Sieg ist Japan weiter, bei einem Unentschieden auch. Und zwar, wenn Südkorea und Saudi-Arabien beide ihre Spiele nicht gewinnen. Alle Spiele wurden dann gleichzeitig angepfiffen. Während der Hymne ahnt in dem kleinen Stadion in Doha aber noch niemand, dass sie ein Spiel sehen werden, welches in die Geschichte des japanischen Fußballs eingehen wird. Es gibt einen japanischen Fußballer, der es alle Jahre mal wieder schafft, von sich aufmerksam zu machen. Und das ist Katsuyoshi Miura. Er ist der älteste Fußballprofi der Welt. Mit 54 Jahren spielt er zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch. Aktuell in Japans 4. Liga, aber vor einem bzw. 2 Jahren hat er noch Einsätze in der J1 League, also der höchsten Spielklasse in Japan, bekommen. Die Menschen nennen ihn King Kazu. Und King Kazu war auch bei diesem Turnier in Katar schon dabei. Er hatte im Finalturnier schon gegen Nordkorea und Südkorea getroffen und auch gegen den Irak schießt er nach 5 Minuten bereits das 1:0 für Japan. Mit dem Sieg wäre Japan zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei und weil es zur Halbzeit im Spiel der beiden Koreas noch 0:0 steht, sieht es für Japan auch sehr gut aus. Saudi-Arabien führt gegen den Iran, aber solange Japan selbst auch in Führung liegt, ist ja alles in Ordnung. Das 1:1 durch Radi Shenshil sorgt dann aber erstmal für einen Schock, denn nun braucht Japan wieder ein Tor, gerade auch weil Südkorea gegen Nordkorea in Führung geht und Japan damit plötzlich nicht mehr bei der WM dabei wäre. Die Japaner rennen nun also das irakische Tor an und gehen 20 Minuten vor dem Ende durch Masashi Nakayama wieder in Führung. Nakayama!
Und damit wäre Japan wieder bei der WM 1994 in den USA dabei. Die anderen Spiele sind schon etwas früher vorbei. Südkorea hat 3:0 gegen Nordkorea und Saudi-Arabien 4:3 gegen den Iran gewonnen. Somit muss Japan den Sieg nur noch über die Bühne bringen. Und das klappt auch. Bis zur letzten Ecke für den Irak in der Nachspielzeit. Der Irak spielt die Ecke kurz, flankt dann in die Mitte. Und dann köpft Jaffa Omran Salman den 2:2 Ausgleich. Die japanischen Spieler gehen zu Boden und halten sich ihre Hände vors Gesicht. Wenige Sekunden später ist dann Schluss. Die Blicke der japanischen Spieler sind leer, während sie auf dem Rasen sitzen und in die Weite schauen. Und auch im TV-Studio, das schon extra leicht geschmückt wurde, ist die Stimmung bedrückt. Masashi Nakayama, der Torschütze zum 2:1 für Japan, erhält nach dem Spiel noch die Auszeichnung zum Spieler des Spiels. Aber vor den Fotografen, die ihn mit einem Scheck in den Händen fotografieren, kann er die Tränen schon nicht mehr zurückhalten. Er legt den Scheck zur Seite, hält seine Hände vors Gesicht und läuft in die Kabine. Andere Spieler wie Rui Ramos sitzen einfach weiter auf dem Rasen und können es nicht glauben. Dieses Unentschieden sollte sich in Japan als die Tragödie von Doha ins Gedächtnis der Fußballfans einbrennen. Der Nutznießer war Südkorea, wo das Spiel bis heute als das Wunder von Doha bekannt ist. 10 Tage nach dem Spiel hat Japan seinen Nationaltrainer Hans Oft entlassen. Er sagte, dass die Spieler aufgrund des Drucks einfach zu nervös gewesen wären. Von der irakischen Botschaft in Tokio wurde die Fahne geklaut. Der irakische Botschafter im südkoreanischen Seoul war dagegen besser dran und bekam mehr als 300 Danksagungen aus der südkoreanischen Gesellschaft. Die Nichtqualifikation für die WM sorgt in der J-League zuerst nicht für ein Ende des Hypes. 1994 gab es einen erneuten Zuschauerrekord, aber nachdem Japan dann 1996 bei der Asienmeisterschaft im Viertelfinale an Kuwait scheitert, flacht das Interesse dann doch merklich ab. '97 schießt Masayuki Okano in der 118. Minute das 3:2 für Japan gegen den Iran. Es ist das Golden Goal, das Japan zur WM 1998 bringt. Zur allerersten WM in der Geschichte des Landes. Zwar scheidet Japan dann 1998 in Frankreich nach 3 knappen Niederlagen aus, doch in dem Fall war der Weg das Ziel. Und der war auch wichtig, denn bis heute ist Japan bei jeder der folgenden Weltmeisterschaften dabei gewesen und hat sich unter den Top-Teams in Asien etabliert. Dafür sprechen auch die 4 Titel bei den Asienmeisterschaften. Und damit ist Japan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Rekordsieger des Wettbewerbs. Bei der WM 2022 in Katar ist Japan in einer Gruppe mit Deutschland, Spanien und Costa Rica. Von daher wird es wohl schwierig für das Land, den bisher größten Erfolg, den Einzug ins Achtelfinale, zu toppen bzw. überhaupt zu erreichen. Trainer der Mannschaft ist Hajime Moriyasu. Auch für ihn ist es eine ganz persönliche Rückkehr nach Katar, denn er stand in dem Spiel gegen den Irak 1993, das als die Tragödie von Doha bekannt werden sollte, selbst auf dem Platz. Noch heute sagt er, Doha ist ein Ort der Traurigkeit für mich. So, das war die Episode rund um die Tragödie von Doha, die bis heute unter japanischen Fußballfans allseits bekannt ist. Ganz interessant, ähnlich ist es ja auch Frankreich vor der WM 1994 ergangen, die gegen Bulgarien durch ein Tor von Emil Kostadinov in der 90. Minute den WM-Zug verpasst haben. Beides auf jeden Fall ganz bittere Geschichten. Fallen euch da sonst noch ähnliche Stories ein? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder direkt auf yeahfußball.de.
www.hoodiesshop.de. Und da gibt es auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon-Kampagne, falls ihr den Fußball-Podcast unterstützen wollt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr dolle drüber freuen. Ansonsten abonniert ihr Fußball aber auch gerne auf euren Podcatchern und gebt dem Podcast eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt. Das würde wirklich dem ganzen Projekt sehr viel helfen. Ansonsten macht es aber auch gut und bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören.